Bethesda hat in ihrem letzten Aus dem Vault-Artikel eine ganze Menge an Informationen rausgehauen bezüglich des Wastelanders DLC. Zum Beispiel über Dutchess und Mord gibt es einiges Neues. Auch einige Locations wurden quasi geleakt. Und natürlich auch, wie wir das Ganze dann starten, also diese Wastelanders-Kampagne. Aber dazu kommen wir gleich. Im Vorfeld möchte ich mich nochmal kurz bei euch bedanken, denn einige von euch haben mich ja die letzten Tage zu bombardiert mit Informationen und Nachrichten über 10 Sterne legendäre Items, welche da aufgetaucht sind, beziehungsweise über Screenshots, die aufgetaucht sind und auch über Bilder, dass ja das Luftschiff der Bruderschaft plötzlich da war, also in Appalachia. Und dazu gibt es natürlich auch einige Informationen, also das mit den 10 Sterne legendären Items, das war ein Fake, ja, die gibt es nicht, das war gefotoshoppt, soweit ich das recherchieren konnte. Da haben sich einfach ein paar User so einen kleinen Spaß erlaubt und wollten da so ein paar Fake News raushauen. Und was das Luftschiff der Bruderschaft angeht, da ist es halt eben so, es gab jetzt die Woche einen, ich nenne es einfach mal Exploit, einen Bug, einen Cheat. Und zwar konnte man mit Hilfe eines Software-Tools Items, NPCs und Gegenstände, welche in den Spieledateien vorhanden sind, in Appalachia spawnen lassen, also auf der Welt spawnen lassen. Und da es dieses Luftschiff der Bruderschaft wohl in den Datafiles gibt, haben sich da Leute dann den Spaß erlaubt und haben das dann einfach gespawnt. Ja, man konnte auch die Queen spawnen lassen, so gab es zum Beispiel Screenshots, wie die Queen zum Beispiel an der Whitespring Station erlegt wurde und solche Geschichte. Aber natürlich auch Atomshop-Items, welche sich Leute da einfach gedroppt haben, obwohl sie das eigentlich nicht hätten dürfen, da sie offiziell noch nicht im Atomshop drinne sind. Bethesda hat allerdings reagiert und ich denke mal, ihr werdet es mitbekommen haben, die am Ende dieser Woche waren ja die Server mal kurz offline und da hat man dieses Problem gefixt. Okay, trotzdem danke, dass ihr mich über solche Dinge informiert habt. Ist natürlich immer sehr hilfreich, auch für mich. Ja. So, kommen wir aber nun zu den Wastelanders-Informationen, welche da von Bethesda veröffentlicht wurden. Und in diesem Sinne heiße ich euch recht herzlich willkommen, liebe Vault-Bewohner und Ödland-Besucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie immer gilt die Regel, wenn euch das Video geholfen oder gefallen hat, dann dürft ihr mir ein Däumchen da lassen. Natürlich auch ein Abo raushauen und die Glocke aktivieren, so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Und wenn euch was auf dem Herzen liegt, schreibt es mir in die Kommentare, lese ich mir sehr, sehr gerne durch. Und mit viel Glück ist dein Kommentar im nächsten Video sogar mit dabei. Ja, wie soll das Ganze vonstatten gehen? Und zwar hat sich Bethesda überlegt, wieso platzieren wir nicht einfach mal 2 NPCs direkt vor Vault 76? Ja, denn dort werden wir, wenn wir aus dem Vault rauskommen oder wenn wir auch schon einen bereits bestehenden Charakter haben, direkt am Eingang von Vault 76 Lacey und Isila treffen. Ich weiß nicht, ob die Namen jetzt richtig ausgesprochen sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber diese beiden NPCs werden dort direkt warten und dort wird man dann auch die Wastelanders-Kampagne starten können. Und im Zuge der Fragen und Questreihe, welche diese beiden dann für uns parat haben, wird uns das Ganze dann auch zu Wayward führen. Wayward, das ist die Kneipe, in der sich Dutchess und Mord aufhalten. Da gab es ja auch schon die ein und anderen Screenshots dazu. Mord ist ja dieser Ghoul, ja, den viele da verglichen haben aus einem anderen, also mit einem Ghoul, der aus einem anderen Fallout-Teil und so stammt. Und dort ist es halt eben so, dass sich diese Kneipe, dieses Wayward, dieses wird sich befinden und zwar in der Nähe vom Camp der Aufseherin. Ja, und wenn man sich den Screenshot mal genauer anguckt, dann sieht man auch hinten rechts im Hintergrund, dass sich dort hinten Slumpkins Joe befindet, was natürlich so viel bedeutet, wenn wir uns jetzt den Ort genau angucken, wird dieses Wayward, diese Kneipe, diese Bar, welche von Dutchess dort errichtet wurde, ja, ziemlich genau gegenüber vom Camp der Aufseherin stehen. Und als ich mir den Ort angeguckt habe, war ich auch nicht alleine. Ja, da war noch ein anderer Spieler. Keine Ahnung, von wo der kommt, ob das jetzt ein Deutscher war oder ein anderer. Aber der hat sich scheinbar auch diesen Platz angeschaut. Und
Ja, das ist sehr interessant, denn wir erfahren auch in diesem Artikel eine Menge über die Hintergrundgeschichte, worum es da überhaupt geht mit Duchess und Mord. Und da ist es halt eben so, Duchess, das ist eben die Frau und sie hat diese Kneipe aufgebaut und bietet Leuten dort ein bisschen Zuflucht, ja, wieder Energie zu tanken, ein bisschen runterzukommen. Und im Zuge der Questreihe wird das eben so laufen, dass man ihr hilft, herauszufinden, welche, ja, ich sag jetzt mal, rüpelhaften Besucher denn bei ihr waren. Denn es scheint so, als würde sie regelmäßig Besuch bekommen von diversen Leuten, die ja sehr unangenehm und aggressiv Fragen stellen. Und sie möchte natürlich wissen, wer diese Unholde sind und was sie überhaupt vorhaben. Und das wird dann unsere Hauptaufgabe sein im Zuge der Questreihe mit Duchess und Mord. Mord ist nichts anderes als ein Stammgast im Wayward und er erledigt quasi immer so ein bisschen so Laufaufgaben für Duchess und erkundet auch natürlich so ein bisschen das Wasteland und ja, er kennt sich anscheinend auch ziemlich gut mit Camps aus, ja, hat herausgefunden, wie das Ganze funktioniert, was ich jetzt nicht so ganz verstehe, was uns Bethesda hier wieder unterschwellig sagen möchte, aber es könnte vielleicht sein, dass Mord irgendwie in irgendeiner Form ja uns im Camp oder mit dem Camp irgendwelche Vorteile bringt. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich finde das schon merkwürdig, dass Bethesda das halt eben anspricht, dass er herausgefunden hat, wie Camps funktionieren und wenn du jemals irgendwie Hilfe brauchst bei deinem Camp, ist Mord dein Ghoul. Also irgendwie scheint das so eine unterschwellige Botschaft zu sein. Keine Ahnung genau, was damit gemeint ist. Vielleicht wird man bei ihm spezielle Baupläne bekommen oder. Man weiß es einfach nicht. Grundsätzlich teilt Bethesda mit, dass sie möchten, dass dieses Wastelanders DLC auf jeden Fall wieder mehr Leben in Fallout 76 reinbringen möchte. Ja, also es soll sich lebendiger fühlen. Man wird auf NPCs stoßen, nicht nur während der Hauptstory-Kampagne, sondern auch während man so durch die Welt läuft, in gewissen Kämpfen und so weiter und so fort. Generell wird es irgendwie auch teilweise sowas wie Siedlungen geben, so kleine Camps, wo sich dann NPCs aufhalten. Und man möchte halt einfach gewährleisten, dass sich Appalachia einfach lebendiger anfühlt. Ich habe ja schon mal in einem vorangehenden Video erwähnt, dass es so sein wird, dass man sich dann im Startmenü voraussichtlich, so wie es Bethesda damals angekündigt hat, aussuchen kann, ob man Fallout 76 normal spielen will, also so wie es bisher ist, oder halt eben mit dem Wastelanders DLC, das heißt Appalachia betreten mit NPCs. Persönlich, meine persönliche Meinung zu diesem Thema, muss ich jetzt einfach mal loswerden, fände ich das falsch. Ja, ich fände es persönlich gesehen falsch, wenn man sich im Startmenü aussuchen kann, wie man das Ganze denn spielen möchte. Ich persönlich bin der Meinung, sie sollten diese NPCs und das Ganze einfach ins Spiel implementieren. Punkt, fertig, Ende Gelände, Öpfel. Ja, also da keine Auswahl treffen lassen, möchte ich mit oder ohne NPCs spielen, ja, sondern ein großes Update für die ganze Map, für das ganze Spielgeschehen. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall ratsamer, denn ich kann euch sagen, wie es ist und wie es laufen wird. Ich gehe stark davon aus, dass über 90% der Spieler hinterher sowieso die Welt mit NPCs betreten und diese dann spielen werden und dass die eigentliche Adventure, ja, Server eigentlich down genommen werden können, weil das dann wahrscheinlich keine Sau mehr interessieren wird. Ein leeres Appalachia ohne NPCs. Warum? Wenn doch NPCs da sind und sich das Ganze lebendiger anfühlt. Also das ist halt nur so meine reine Vermutung. Ja. Und deswegen persönlich finde ich einfach, bringt die Änderung einfach für uns alle. Gleichermaßen. Das wäre so mein Standpunkt. Okay, was haltet ihr von den NPCs? Habt ihr irgendwie schon eine gewisse Art von Vorfreude auf Mord und Duchess und diese ganze Geschichte? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und dann kommen wir noch zum letzten Thema und zwar Steam Release. Ja, Fallout 76 soll ja auf Steam erscheinen und da hat Bethesda nun angekündigt, dass es so sein wird, dass es ist auf dem Weg, ja, und es wird zum Release von Wastelanders im Jahre 2020
auch auf Steam verfügbar sein, bis spätestens Wastelanders erschienen ist. Okay, also wer sich Fallout 76 auf Steam dann holen möchte, der ja, muss halt noch ein kleines bisschen warten. In diesem Sinne danke ich euch jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß beim Zocken, guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Servusle und ciao!